Buenos dias, meine Spanien-Freunde. Seid auch heute wieder gegrüßt zu einem neuen Video von Ein Deutscher in Spanien. Seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, ist das Thema der Barrierefreiheit für Menschen mit körperlichen Einschränkungen ein Thema, welches hier in Spanien sehr ernst genommen wird und auch vor allen Dingen umgesetzt wird. Sei es der Zugang zu Gebäuden oder auch nur der Zugang zu Gehwegen. Überall finden sich Rampen, Treppenlifte oder sonstige Hilfsmittel, die in dieser Beziehung keine Zweiklassengesellschaft zulassen. Vorschriften für rollstuhlgerechte WCs in öffentlichen Gebäuden, respektive Veranstaltungsorten, Schulen, Krankenhäusern, Auditorien und so weiter tun ihr Übriges. Auch viele öffentliche Verkehrsmittel und Taxen beschreiben sich der Barrierefreiheit. Mit entsprechender Gesetzgebung ist gar festgelegt, dass ein Gebäude oder eine Wohnung zur Verbesserung des Zugangs nachträglich angepasst werden muss. Das gilt jedoch nicht nur für Personen mit körperlichen Einschränkungen, sondern auch für über 70-jährige Personen und sogar für Menschen, die in diesem Gebäude arbeiten oder ehrenamtlich tätig sind. Schreibt mir in den Kommentaren, wie es derzeit zu diesem Thema in Deutschland aussieht. Bin gespannt und freue mich schon darauf. Bis dahin, saludos, adios amigos.